Spirituelle Selbstverteidigung betrifft jeden von uns. Lerne auch du, wie du dich und deine Familie und alles, was in deinem Leben wichtig ist, schützen kannst. Die Bruderschaft des ewigen Lichtes präsentiert Haganat Hanefesh nach Salomo Baal Shem, der westliche Weg spiritueller Selbstverteidigung. Durchlaufe die ersten 4 Stufen und die erste Lehrerstufe in einem Kompaktworkshop. Vom 14. bis zum 23. Mai 2022 im Taunus nähe Frankfurt am Main. Es gibt noch einige freie Plätze. Teil 1 Grundlagen magischer Selbstverteidigung und Schutz umfasst das Verstehen von häufigen und ungewöhnlichen Arten psychischer Angriffe, den Aufbau eines kraftvollen Auraschilds, eine effektive Reinigungstechnik, wie eine wirksame Anrufung um Hilfe durchgeführt wird, unerwünschte Gedankenformen auflösen, Vermeiden des bösen Blicks, Ursachen von negativem Karma, Verwendung von geweihtem Wasser. Teil 2 – Das nächste Level des Schutzes, astrale Wachsamkeit, umfasst, wie man eine astrale Wache durchführt, Aura-Scan, ritueller Schutz, das magische Schwert verwenden, Vermeidung des bösen Blicks, fortgeschrittene Stufe, Schutz und Abschirmung deines Heims und der Familie, Schutz und Abschirmung deiner Beziehung zu wichtigen Mitmenschen, Schutz und Abschirmung deines Arbeitsplatzes, Schutz und Abschirmung deines Vermögens, deiner Besitztümer und Investitionen, Talismane verstehen, Schutz und Abschirmung deiner Projekte und Ziele, Schutz und Abschirmung deiner spirituellen Arbeit, spirituellen Familie und geistigen Gesundheit, die Natur des Bösen und die 4 Arten des Bösen, die häufigsten Formen von magischen Unfällen, wie sie verhindert und behoben werden, Selbstattacken und Fremdattacken, Grundlagen, erste Schritte und Grenzen der Selbstdiagnose durch den Nicht-Eingeweihten, Fallstricke der Selbstdiagnose und Selbsthilfe durch den Nicht-Eingeweihten. Teil 3 – Die Reinigung vom Bösen umfasst, wie negative Energien ausgeräuchert oder ausgebrannt werden, wie eine magische Schutzschale hergestellt wird, wie ein magisches Schutzamulett hergestellt wird, Dämonologie, Natur und Einfluss von Dämonen und wie du dich schützen kannst, wie ein Reinigungsbad hergestellt wird, Entfernen von negativem Karma. Teil 4 – Der Pfad des Tempelwächters umfasst vor allem folgende Inhalte. Der fortgeschrittene Auraschild, wie ein Tempel oder ein Haus dauerhaft geschützt wird, die Ausbildung des Tempelwächters, spätere Teile der Haganat Hanefesh Ausbildung umfassen, wie ein astraler Wächter, Wachhund oder astraler Bodyguard erschaffen wird, wie ein magischer Zwilling gemacht wird, Loslassen von bewussten oder unbewusst selbstverursachten oder vererbten negativen Gedankenformen, auch als magische Implantate oder Injektionen bezeichnet. Alles über Exorzismus. Wenn du dich für spirituelle Selbstverteidigung interessierst, findest du die Links zu weiteren Informationen und Daten zu unserer Haganat Hanefesh Workshop-Reihe und anderen Themen in der Videobeschreibung. Wenn du ein Suchender des Lichts und der wahren Mysterien bist und dich für Themen wie Kabbalah, der Baum des Lebens, Heilung, Astrologie, Tarot und anderes mehr interessierst, kannst du jetzt unseren Newsletter abonnieren, um immer auf dem Laufenden über bevorstehende Workshops
besondere Veranstaltungen und wichtige Updates unserer Webseite und Kursabschnitte zu sein. Wenn du den Ruf wahrnimmst, dann werde ein wahrer Student der Mysterien und finde deinen Weg.